Nee. Sehr gut. Servus Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Vlog. Wir sind heute schon wieder tatsächlich am Schläferskopf hier in Wiesbaden mit einer echt geilen Truppe unterwegs. Also wir starten jetzt erstmal in die Trails rein, also let's go! Gar nicht in deine Augen gucken. Ja, sehr gut, ne? Du siehst ja richtig blendend aus quasi. Ja, Mann. Sieht mal blendend aus. Ja, Sammy, machst du am Startturm bereit, um in die Trails einzusteigen? Wir fahren rein. Meistens. Ja. Wollen wir Gas geben? Warte. Wir fahren außen rum. Das geht meistens ein bisschen besser. Bursche. Okay. Da irgendwo. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wow. Alter, sind meine Bremsen dicht. Scheiße. Ich nehme meine Bremse gerade nicht mit. Nice! Jo, danke! Gleichfalls! Was sagt ihr? Bis gleich! Nee. Abgereicht, ich war viel zu schnell. Ich habe über die Hälfte der Landung übersprungen. Ja, noch einmal. Tricky. Der Sprung, echt tricky. Sorry. Man rutscht in dem Anlieger so rum. Ich kann nicht. Okay, komm, fahr mal runter. Hast du noch eine Abfahrt? Ja, mach ich gleich bei der nächsten Abfahrt. Der wurmt mich noch. Ich war viel zu schnell. Ich muss beim nächsten Mal langsamer fahren. Du warst zu schnell. Ja, ich zeig dir mal, wo ich gelandet bin. Ich habe das Gefühl, ich werde zu langsam. Okay. Da ist mein Hinterrad gelandet. Da ist dein Hinterrad gelandet. Oh Mann, das war ich. Guck doch mal hier. Vielleicht muss ich doch nicht so schnell sein. Vielleicht denke ich einfach nur, ich wäre zu langsam. Bitte? Machen wir gleich nochmal. Ja, das dürfte Jigge. Gleichfalls. Jawohl. Okay.
Mana, ja. Sehr gut. Los, Bursche! 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 Boah. Ah, fuck, ey. Stopp. Alles gut. Mir geht's relativ gut. Aua. Ein wenig über dem Anlieger hinaus. Aber ist noch alles gut. Ist alles gut. Also wenn jemand Multitool hat, bin ich wieder ready gleich. Hat jemand Multitool? Ja. Super. Guck mal im Kleinen. Danke. Hab schon, hab schon. Gut. Gar nicht mitgekriegt, dass ich mich gelegt habe, oder? Aber volle Granate. Ich habe nichts mitbekommen. Oh, der Helm auch mal geküsst. Ja, gut, dass ich mal Fullface auf hatte. Aber ich habe gerade jetzt auch. Mir geht's ganz gut. Hand ein bisschen verdreht, aber sonst geht's. Egal, man sieht einfach, es ist glimpflich ausgegangen. Ich habe ein bisschen Dreck gesammelt. Das Rad sieht auch nicht mehr so geil aus, aber let's go. So, wir sind ja nicht nur zum Fahren hier, sondern auch, wenn wir schon in einer größeren Gruppe sind, mit Corona-technischem Abstand natürlich von mindestens 2 Metern, sind wir auch ein bisschen zum Üben hier. Hier rüber, Bremse auf und Abdruck. Sehr gut. Jo. Das Schöne ist ja, wenn man so Leute über Sprünge drüber zieht, ist, dass man die ganzen Erfolge der Leute einfach mitbekommt und dass das für die auch ein mega geiles Gefühl ist, genauso wie für mich, wenn ich von anderen Leuten irgendwo rübergezogen werde. Wie vom Christoph heute, der mich über den Road Gap und das andere Double rübergezogen hat. Also macht's Anfängern ein bisschen leichter, zieht die über Sprünge drüber und ja, dass die einfach auch insgesamt besser werden. So, wir üben jetzt noch ein bisschen. Oh Mann. Jawohl! Sehr gut! Super! Ist das spannend! So, Tricky McTrick! Yeah boy! Oh, was war das denn? Ah! Du musst noch langsamer fahren. Du bist zu kurz. Noch langsamer fahren. Das war schon zu schnell. Ja, boy. So Leute, das war's hier mit dem kleinen Video vom Schläferskopf in Wiesbaden. Hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, hier mit der ganzen Crew zu fahren hier. Haben ein bisschen was dazugelernt. Ich denke mal, viele waren mutig. Auch echt mutig und haben Sachen durchgezogen, was sie sonst nicht gemacht haben. So, nachdem wir jetzt endlich mal... Okay, was soll ich sagen? So, wir hatten ein paar kleine Akkuprobleme. Das war das Video vom Schläferskopf in Wiesbaden. Hat viel Spaß gemacht mit der Crew. Wir haben einiges dazugelernt. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.